Herzlich willkommen nochmal zurück hier aus Toronto. Wir gucken uns heute das Westin Harbor Castle hier direkt am Hafen von Toronto an. Viel Spaß! Und damit wieder herzlich willkommen bei Aviamax. Ich bin Alex und wir befinden uns hier gerade im Anflug auf den Toronto City Airport, welcher sich ganz in der Nähe vom Westin Harbor Castle Hotel befindet. Und genau wegen dieser Lage habe ich mich auch für dieses Hotel entschieden. Vom Flughafen selbst könnt ihr diesen kostenlosen Shuttle zur Union Station nutzen. Von der Union Station zum Hotel sind das dann nur noch 10 Minuten Fußweg. Solltet ihr wie ich zu Fuß zum Hotel gelangen, so könnt ihr den Zugang für Fußgänger hier seitlich Richtung Lobby nutzen. Andernfalls, wenn ihr mit dem Auto anreist, so könnt ihr natürlich auch die Vorfahrt vom Hotel selbst nutzen. Das Hotel war zu der Zeit wirklich gut besucht. Dennoch muss ich sagen, wurde der Check-in wirklich schnell erledigt und ich als Marriott Bonvoy Gold Elite Mitglied wurde dementsprechend auch begrüßt, wenn auch es kein Upgrade gab. Ein Zimmer für die eine Nacht befand sich übrigens hier im North Tower und zwar in der 9. Etage. Und damit herzlich willkommen hier in diesem Deluxe-Zimmer mit einem King-Size-Bett und Seeblick, was ich so selbst bereits vorab gebucht habe und dementsprechend nicht die niedrigste Zimmerkategorie in diesem Westin ist. Dementsprechend verfügt das Zimmer natürlich über ein King-Size-Bett und einen wirklich großen Fernseher mit Kommode davor und einem Schreibtisch daneben. In der Ecke, direkt vor dem Fenster, findet ihr zudem eine weitere Sitzgelegenheit und natürlich auch diesen wunderschönen Ausblick hier über den Lake Ontario. Wer aber noch etwas gemütlicher wünscht, der kann sich natürlich direkt in dieses wirklich große King-Size-Bett legen, was zudem auch wirklich komfortabel war. Darüber hinaus findet ihr in der Kommode unter dem Fernseher auch einen Kühlschrank. Was aber vor allem hier auffällt, ist doch das Alter dieses Hotels bzw. dieses Zimmers. Darüber hinaus findet ihr aber auch eine kleine Kaffeemaschine, natürlich auch zwei Gläser und einen Behälter für das Eis, was ihr auf den Gang holen könnt. Und neben dem Schlaf- bzw. Wohnzimmer findet ihr natürlich auch ein Badezimmer, was einen wirklich großen Spiegel bietet. Darüber hinaus natürlich auch ein Waschbecken mit Amenities, die dazugehören, einem WC und natürlich auch eine Badewanne, die ebenfalls als Dusche genutzt werden kann. Ich persönlich habe mich vor allem für dieses Hotel entschieden, da ich diesen Ausblick über den See genießen wollte und vor allem ein paar Flugzeuge hier im Landeanflug auf dem Flughafen spotten wollte. Davon abgesehen liegen die Reviews im Internet aber größtenteils richtig, denn die Zimmer sind wirklich in die Jahre gekommen, wenn auch das Hotel langsam und sukzessiv saniert wird, wie man es bereits in der Lobby unten sehen konnte. Aber die Zimmer sind wirklich abgewohnt und für einen Preis von 460 kanadischen Dollar für eine Nacht sind diese Preise doch wirklich viel zu hoch.
Und wenn auch die Fensterputzer hier vielleicht mal wieder Hand anlegen können, muss ich sagen, hat dieser Ausblick über den Lake Ontario und die vielen Flugzeuge, die auf dem Flughafen angeflogen sind, doch für den hohen Preis zumindest etwas entschädigt. Und ja, ich kann mir denken, dass man vor allem so einen hohen Preis hier für dieses Hotel bezahlt, da die Lage wirklich gut ist, mit der Nähe zum See, aber vor allem auch zu Toronto Downtown und den vielen Kongressmöglichkeiten hier in der Nähe. Und davon abgesehen muss ich sagen, war das Personal in dem Hotel auch wirklich freundlich und dementsprechend verließ ich das Hotel am frühen Morgen einen Tag danach. Ja, mehr oder weniger entspannt und vor allem auch zufrieden. Damit wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dies hat euch einen kleinen Einblick ins Wrestling gegeben. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.